Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. 3, 2, 1, go! Ja, wieder der traditionelle 3, 2, 1 zählen. Ja, willkommen zurück zu Mario Kart 8. Heute mit Mario und ja, demselben Gefährt, außer einem anderen Gleiter, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar den MKW-TV-Gleiter, so heißt der. Vielleicht sehen wir ihn noch. Ja, doch, auf der Strecke auf jeden Fall. Wir sind auf der guten alten Wolkenstraße, wo ich die Strecke ja von mir ausgewählt wurde, aber man sieht den Erfolg. Also, wer hier nicht einen Erfolg sieht, der hat hier keine Ahnung. Ganz klar. Und ich bin der Vorletzte. Wie ich hier sehe. Ja, das ist perfekt. Perfekter Anfang des Parts. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe lieber mal den Stern eingesetzt. Nicht, dass der Blitz kommt und dann, ja, guck, dann passiert mir nichts. Ja, auch sehr profitabel, als Zehnter einen Pilz zu kriegen, während der andere vor mir... Scheiße. Heute bin ich sogar Letzter. Geiler Anfang in den Part. Okay, die Punkte mäßig. Ich bin relativ weit unten eigentlich. Oder? Ich weiß nicht. Wir können hier mal beurteilen. Ich blende ja die Punkte immer ein. Krieg den Goldpilz und ich krieg so einen scheiß Stern, ey. Oh, und ich krieg den Sprung nicht hin. Fällt mir auch gerade auf. Ah, drei Pilze, vernünftig. So. Ich muss ja auch langsam mal rankommen. Ah, jawohl. Jawohl, die sind eng besetzt, sehe ich gerade. Also, gar nicht mal so schlecht. So, jawohl. Pam, pam. Nein, 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 nein. Oh, Junge, Junge. Das war knapp. Okay, ja, hier seht ihr den NKW-TV-Kanal Mario Kart Television. Und ja. Oh, sehr gut. Sechster. Fünfter. So. Hoffentlich habe ich die Ratchet. Nein. Oh, gut. Dritter. Perfekt. So muss das sein. So, jetzt habe ich mal den anderen Weg genommen. So, hoffentlich mein bestes Item. Joa. Geht, ne? Oh Gott. Ist er runtergefallen? Perfekt. Ah, okay. Zweiter platzt. Damit kann man gut leben. Nein. Also, ja, klar. Aber ich meine jetzt, dass ich mich erwischen lasse. Und ja. Super. Die Hupe habe ich auch noch. Sehr gut. Okay, dritter Platz ist ganz gut. Den haben wir uns gesichert. Sehr gut. Super. Ja, 19 plus Progress ist eigentlich ganz gut geworden. Ist an jemand nachgejoint. Ich habe schon gesehen, dass ein paar online sind. Also, das ist schon mal gut. Mal sehen. So, die nächste Strecke ist königliche Rennpiste in der N64-Version. Ja, mal sehen, ob es gut läuft. Also gerade eben ist es sehr gut gelaufen. Und ja. Ich habe mir letztens, wann war das? Ich glaube Donnerstag oder Mittwoch, ich weiß nicht, wann er es rausgehaut, von einem sehr, sehr berühmten Let's Player. Also der ist ja richtig berühmt und ich bin mit dem befreundet. Nein, Spaß. Ja, berühmt, weiß ich jetzt, würde man sagen. Ja, ich war irgendwie ein schlechter Übergang. Egal. Auf jeden Fall rede ich von einem Let's Player, den ich gut kenne, und zwar von Patrick Megaman. Falls er hier zuguckt, grüß dich. Und ja. ja, der hat mal neuerdings mal ein Video gesprochen. Wegen der Sache mit Let's Plays, weil es ist auch, betrifft ja auch irgendwo auch mehr mich. Der hat den, glaube ich, sogar nachkommentiert, soweit ich das weiß. Wegen seiner HDPVR, die ja zum Glück wieder funktioniert. Das ist ja sehr gut, beziehungsweise sie war ja nie kaputt. War ja nur wegen seinem scheiß HDMI-Kabel. Moment, warte mal. Genau, da hat er gesagt, dass YouTube gleich Let's Plays ja den Sinn sich geändert hat. Also, dass zum Beispiel ist bei mir jetzt nicht so, scheiße, nicht so krass der Fall, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt über Let's Plays, über Themen rede, was ist ja zum Beispiel hier in MK8 quasi der größte Bestandteil ist, weil es ist so für mich persönlich so, weil ja, ich weiß jetzt nicht, ob es spannend für euch ist, wenn ich dauernd nur das Rennen kommentiere. Natürlich, aufs Rennen geht man schon ein bisschen ein, wenn ich mal runterfalle oder was Cooles mache, quasi irgendeinen krassen Shortcut, aber
Ah, okay, so einen krassen Shortcut kenne ich momentan keinen. Ja, okay, das Spiel ist auch relativ neu. Ich will mal erstmal wissen, wie lange man bei MKW gebraucht hat. Wie lange man dafür gebraucht hat für Shortcuts. Ja. Ja. Und wow. Das war ganz knapp einer hinter mir. Oder? Nee. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ja. Es gibt halt Let's Plays, wo du über Themen reden kannst. Weil ich zum Beispiel auch bei FIFA baue ich auch manchmal auch Fußballthemen ein. Wenn mir irgendwelche einfallen, einfach mal zwischendurch einbauen. Ich denke mal, wenn man nur aufs Spielgeschehen eingeht, das ist ja ein bisschen langweilig. Weil ich finde irgendwie Let's Plays muss man halt nicht nur so verpacken, dass man nur aufs Spielgeschehen eingeht. Natürlich sollte man schon eingehen, ein bisschen, wenn ihr irgendwas Neues seht oder so, das aufgefallen ist. Aber wenn man jetzt tausendmal die gleiche Strecke fährt, okay, wir sind gerade mal im 14. Part, aber wenn man sehr oft die gleichen Strecken fährt, dann kannst du ja sagen, oh, wir fahren jetzt in die Linkskurve, oh, jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt noch link und rechts und so weiter. So weiter. Ja. Ihr wisst schon vielleicht, wie ich meine, aber egal. Reden wir gleich weiter. So. Wir sind nun auf DS Varios Arena. Ja, nochmal zum, oh, jetzt habe ich den Start verpasst, weil ich gerade was geguckt habe. Ja, nochmal zur Sache. Also ich finde, der Sinn der Let's Plays hat sich geändert, wie Patrick das schon mal erwähnt hatte. Ja, weil ich finde so ein Part auch interessanter, wenn man zum Beispiel auch Themen einbaut. Ich gucke gerne mehr MK8 Parts an, nicht nur jetzt nur das Gameplay an sich, sondern auch, was die so im Video labern. Zum Beispiel, bei mir ist es noch nicht so, dass ich mir ein MK8 Video zum Beispiel anschaue und dabei was anderes mache. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Also das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber es gibt Let's Player, die machen das. Wo die halt nur zuhören und wenn mal was Spannendes passiert, dann mal kurz reingucken. Oder gar nicht reingucken, mal gucken. Also, aber ich wollte das einfach mal nutzen, damit ich jetzt nicht das Let's Play nach, sagen wir mal, ja, wie heißt das, dass ich das nach 5 Monaten jetzt wieder aufhören kann, weil wir alles gefahren sind und so, und da wollte ich das Let's Play schon ein bisschen spannender machen. Das ist mir zum Beispiel bei MKW aufgefallen, weil ich hatte einfach eine lange Zeit immer über das Spiel geredet, ab und zu manchmal über Themen geredet, aber dann habe ich mir gedacht, ja, damit den Zuschauern nicht langweilt, Mario Kart Wii zu gucken, da habe ich mir gedacht, ja, bauen wir Themen ein, weil das machen ja nicht, ist jetzt nicht meine Idee, dass ich jetzt der Erste bin, der diese Idee eingebaut hat. Wäre schön, wenn es wäre, aber ist halt nicht so. Haben schon viele andere schon gemacht, denke ich mal. Also zumindest kann ich nur 2 Leute, die ich gucke, die es machen. Jetzt sind noch ein paar mehr, aber es gibt einige, die machen das und ja. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, das würde ich mal gerne wissen. Na egal. Ja, wie lange läuft er noch? Okay, okay, jetzt haben wir noch. Ja. Oh, scheiße. Verdriftet. Ja, ist immer blöd, wenn man nicht genau weiß, aber ja, Spiel ist ja neu. Kann man ein bisschen Minuspunkte holen. Ist halt schlimm. Oder? Ja. Es sieht nicht optimal aus, wie ich auf meinem Gamepad sehe. Ja. So, komm. So. So, und jetzt muss ich gleich wieder rausgehen, weil irgendein User von mir ein Problem hat, bei mir nachzujoinen. Da will ich mal gucken, was es ist, weil ein User war so nett und ja, hat auch extra auf mich gewartet, weil ich ihm gesagt habe, okay, ich nehme Daumen da auf. Wird auch bald ein Video kommen. Oder ist schon online, ich weiß es nicht. Der ist riesig nicht. Oh nein, jetzt hat er meinen Boost ausgenutzt. Nein, nix da. 7. Punkt. Ja, auf jeden Fall, ich finde Let's Plays werden nicht aussterben. Also ich finde, dass Let's Plays weiterhin erhalten bleiben. Ja, dass sich der Sinn ändert oder dass sowas Let's Plays gibt, wo auch Themen besprochen wird, ist eigentlich ganz gut. Ja. So, bis gleich. So, das nächste Rennen ist mal wieder Varios Grand Prix. Ich habe jetzt gerade was geguckt und ja, ich musste was einstellen. Weil man konnte mich nicht sehen, wann ich online war. Deswegen, also, dass ich mal, was ich zocke. Weil ich online war, ja, aber was ich zocke. Das habe ich jetzt gerade eingestellt, weil ja, das stelle ich immer ein, wenn ich Mario Kart 8 zocke, weil wenn ich so andere Spiele zocke, dann mache ich das wieder weg, weil ja, weil das ja mein Account ist und da spiele ich auch manchmal privat und wenn ich mal privat mal was anderes spiele, dann muss ich nicht sehen, oh ja, wie Punkte spielt da, bla 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 und so weiter, aber ich, ihr wisst schon vielleicht, ich meine, ja.
Jetzt müssten gleich welche kommen, also wollte einer kommen, mal gucken. Ich weiß es nicht, also zumindest hat es mir einer im Universe gepostet, dass einer kommen will. Wo ich gerade geguckt habe, weil wenn ihr mich enden wollt, könnt ihr mich gerne im Universe posten, aber bitte nicht spam oder so, das will ich nicht. Ja, sonst muss ich euch rauslöschen. Weil Spammerei will ich auch nicht haben oder... Ja, auf Nachrichten gehe ich generell nicht ein. Ich habe nur kurz geguckt, weil online war. Ich habe gesagt, komm mal rein, aber... Würde ich ja eben ein bisschen ändern, weil ich habe ja gedacht, ja, im Sommer habe ich ein bisschen Zeit. Da können wir auch mal ein bisschen tagsüber aufnehmen. Und das werden wir auch tun, aber wird ja auch bald ein Video rauskommen. Wie ich das schon erwähnt habe. So ein... Oh, ja, 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 ja. Ich nehme auch etwas früher auf als sonst. Ich nehme gerade um 11 Uhr auf. Ah, okay. Jetzt sagen manche, oh, ist ja gar nicht so spät, aber wenn ich normalerweise nehme ich um 1 Uhr auf oder halb 1. So eine Dreh nehme ich immer auf. Jetzt mal ein bisschen früher. Und das Coole war, dass ich auch direkt online gekommen bin. Weil manchmal ist das Problem bei mir, ich spiele und bin dann online. Also ich spiele, aber mein Wi-Fi funktioniert nicht. Und das bei Mario Kart 8. Freundesliste funktioniert perfekt, aber nein. MK8, nix da. Nada. Niente. Aber... Ist ja egal. Wir sind nun in der letzten Runde angegangen und ich werde erst in der nächsten Folge mit dem ersten Thema anfangen. Und ja. Deswegen. Puh. Ja, Mario ist der Beste. Jetzt falls jemand fragt, ob ich jemals die Kombination wechsle. Nein, momentan nicht. Ich werde die Kombination lassen. Ich werde jeweils den Fahrer wechseln. Also dass mal Yoshi spielt, mal meine Mii und wow. Das war knapp, die Kurve. So. Habe ich einen guten Vorsprung? Muss ich gleich gucken. Nein, sehe ich nicht. Nein! Oh Mann. So, komm. Zieh an, zieh an, zieh an. Komm schon. Das schaffen wir, das schaffen wir. Victory. Oh ja, einen guten Vorsprung. Ja, okay, es sind nur 4 Leute. Ist nicht schwer, Erster zu werden, kann man sagen. Eins von 5, oh ne, 5 Leute. Oh, 5 Leute, upsie, hab ich nicht gesehen. Egal, dann sehen wir uns gleich wieder.